Nun, kennt ihr eine, wisst ihr etwas von einer Raya-Geweihten in Tobien, Kleinwortstellen? Gibt es dort überall einen Raya-Tempel überhaupt? Ich denke nicht, oder? Ich bin nicht sicher. Wie gesagt, sie kam mir nicht besonders alt vor. Sommersprossig. Ich denke nicht, dass ich ihr schon einmal persönlich begegnet bin. Nun, es scheint aber ein Fingerzeig eurer Göttin zu sein. Keine schönen Lande für eine Raya-Geweihte. Jetzt, wo ihr es sagt, vielleicht war sie überhaupt noch zu jung für eine Geweihte. Aber selbst Akolytinnen kommen ja nicht aus dem Nichts. Und natürlich gibt es auch Raya-Tempel im Norden, wobei sich diese meist auf die Pferdezucht spezialisieren und nun andere Teilbereiche vielleicht ein wenig vernachlässigen. Nun, offensichtlich hat eure Göttin ein Interesse an dieser, an der Rettung dieser jungen Dame, möchte ich behaupten. In meinem Traum habe ich versucht, sie zu retten, aber ich habe Zweifel, ob ich damit wirklich irgendetwas bewirkt habe. Das heißt für mich, wir brechen unverzüglich auf nach Yolgomak. Nun, wir hätten etwas zu erledigen zwischendurch noch, was vielleicht wichtiger ist. Oh. Nun, aber wenn wir schon nach Yolgomak gehen, dann können wir auch nach, ja, dem Wasserschlüssel gucken. Ach nein, Selbst wenn das wir wollten jetzt ja. aufbrechen, wenn das schon geschehen ist, dann käme die Hilfe für diese Akolytin zu spät und auch für die Festung. Nun, die Fingerzeige der Götter weisen uns nicht nur in die Gegenwart, sondern auch die Vergangenheit und die Zukunft. Vielleicht wird es noch geschehen oder ist bereits geschehen. Kapitän, ja, haben wir wirklich Zeit, einer eher vagen Vision nachzujagen? Sagen wir so, ich würde nicht zur Stunde nach Yolgomak oder Kleinwartstein aufbrechen. Dennoch denke ich, dass wenn einem die Götter solche Einblicke gewähren, man sie nicht leichtfertig beiseite streifen sollte, sondern zumindest darüber nachdenken, was sie zu bedeuten haben könnten und was einem möglich ist zu tun. Könnte es womöglich ein Gleichnis sein, dass diese Frau für etwas steht, bevor nun etwas, was anderem haben will? Ja, vielleicht. Dienend vielleicht. Oder einen rechtmäßigen Anspruch auf etwas, wenn sie die Burgherrin ist. Naja, ich weiß allerdings nicht allzu viel über diesen Arngrim. Außer, dass der irgendwas mit Wölfen am Hut hat. Nun, soweit ich weiß, ist Arngrim einer der drei Herrscher über Yolgomak. Wer sind denn die anderen beiden? Nun, zu meinem Bedauern scheint es wohl Leonardo zu sein, einer seiner nun Mitherrscher. Diese andere, nun ja, ist in meinen Kreisen wahrscheinlich ebenfalls wohl bekannt, Balthimor von Punin. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Seid froh. Nun, wenn ich einen Namen hätte, könnte ich sie vielleicht erreichen, wenn sie eine Geweihte wäre. Als Akolytin und ohne Namen. Und Keine das Chance. sind viele Wenn und Abers und nichts Handfestes. Ich stimme Serpentilio ungerne zu, aber momentan ist das Stochern im Dunkeln. Naja, wie habt ihr sie denn gerettet? Ich habe ihr den Schleier um die Schultern gelegt in meinem Traum. Naja, habt ihr den Schleier noch? Sulamin greift mal unter ihre Kleidung, ohne daran zu denken, dass Travigor mit im Raum ist. Der zieht stark die Luft an. Der Schleier ist weg. Sollen wir uns abwenden? Sulamin erstarrt. Dann können Er wir ist das vielleicht fort. kontrollieren. Er ist fort. Naja, ich denke, dann hat er seine Bestimmung gefunden. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Dann denke ich, ist sie tatsächlich entkommen. Und dann denke ich auch nicht, dass das, was ich gesehen habe, in der Zukunft liegt, sondern gerade jetzt geschehen ist. Na, dann ist ja gut. Also schade, dass wir den Schleier jetzt nicht mehr haben. Mit dem könnten wir viel Praktisches anstellen. Stellt euch mal vor, wir hätten auf Palikans Schiff schleichen können und ihn einfach um die Ecke bringen. Naja, Boltax, aber wenn der Schleier dahin gerufen wurde, das ist doch auch was wert. Ja, das meinte ich ja. Also, ich bin jetzt nicht traurig, dass er weg ist. Weil er jetzt eine andere Bestimmung erfüllt. Ich denke, wenn es der Wille der Göttin ist, wird er zu uns zurückkehren. Und wenn nicht, dann hat er zumindest dieses Mädchen gerettet, auf dem das Auge der Göttin offensichtlich wohlwollend ruht. Naja, vielleicht ist sie so jemand wie ihr, Zulamin. Muss nur noch groß werden. So oder so. Wir hatten ja noch ein paar andere dringende Überlegungen in puncto Zorgern, nicht wahr? Ja, ich denke, dieser Gefahr werden wir uns dann wohl ohne den Schleier stellen müssen. Wollt ihr uns begleiten, Baron Travigo? Es wäre mir natürlich die größte Ehre. Das wäre sehr praktisch. Euer Ruf würde uns sicherlich helfen. Ich kann nicht garantieren, beziehungsweise ich würde fast ausschließen, dass mich meine anderen Gefährten begleiten würden, denn die müssen sich erstmal hier ein wenig zurechtfinden. Aber ich werde euch mit meinem Schwert und meinen Kochkünsten zur Verfügung stehen. Oho, das klingt gut. Gerade das mit den Kochkünsten. Ihr könnt also kochen. Gute dergische Küche. Ja, das sagt mir wenig, aber ich bin bereit, das auszuprobieren. Unterscheidet sie sich von der guten zwergischen Küche? Sie ist wohlschmeckend, vermute ich. Stark. Also wir kochen vor allen Dingen mit Gewürzen wie Salz. Aha. Und ja, viele Knollen, viel Kräftiges, dass man auch stark bleibt. Esse? Pilze? Pilze, ja, wenn man welche findet, selbstverständlich, ja. Oh, das ist überhaupt kein Problem. Ich kann euch da das eine oder andere über Pilze zeigen und erklären und beibringen. Das würde mich extrem freuen. Oh, sehr gerne doch. Lamin hat derweil den Brief geöffnet und einmal kurz überflogen. Oh. Ja, dieser Brief ist tatsächlich schon ein wenig älter. Kennt ihr eigentlich auch seine Gnaden Yalan, Travigor? Natürlich, aus vielerlei Erzählungen. Er möge in Frieden ruhen. Ja, ich möchte an dieser Stelle unterstreichen, ich habe natürlich nur gut über Yalan in seiner Abwesenheit gesprochen und alles andere sind gemeine Unterstellungen. Nun, das hier ist Kiaras Antwort auf den Brief, in dem ich ihm von Yalans Entrückung berichtete. Wenn ihr mögt, kann ich ihn euch einmal vorlesen. Einiges davon betrifft auch euch. Selbstverständlich. Da bin ich gespannt. Meine liebe Schwester, es wäre eine Lüge zu schreiben, dass nicht Borons Schwingen schwer um mein Herz liegen. Doch ist dies eine Nachricht, von der ich wusste, dass sie eines Tages kommen würde. Auch wenn mein Herz splittern mag wie das Eis Ifirns in der kalten Jahreszeit, wärmt mich der Gedanke, dass er nicht alleine war. Ihr wart bei ihm, wie er das getan hat, was er immer am liebsten tat. Mit gezücktem Schwert den Horden der Finsternis entgegenzustürmen. Doch man kann leider nur so oft Boron zum Tanze auffordern, bis die Götter uns zu sich rufen. Zulamin, sei dir versichert, dass durch Rayas Liebe ich dir allen Beistand sende, den ich kann. Dass ich dich und die anderen in meinen Gedanken und in meinem Herzen trage.
denn ich muss dich in meiner Abwesenheit darum bitten, das zu tun, wozu ich zu weit entfernt bin. Sei für sie die Stütze, die sie jetzt brauchen. Sei das Leuchtfeuer, das Jalan immer für mich war. Rafim, Abelmir, Boltax. Ihr alle folgt einer langen Formation von Helden, an deren Seite ich einst streiten durfte. Bei meiner Ehre und meiner Freundschaft zu euch. Ihr werdet nicht alleine streiten müssen. Die Welt mag jetzt finster und grau erscheinen, doch ist dies nur der Moment vor der Dämmerung. Gemeinsam werden wir schon bald dem Aufgang der Priors-Scheibe entgegenschauen. Für Jalan. Auf bald, meine Schwester, meine Freunde. Raya und die Götter Alvarans sind mit euch. Chiaras Doflamino Carinor. Viel netter deine Worte als die von Jalans Ex-Frau. Oh. Eine Hochzeit? Bei Travia? Oh ja. Herzlichen Glückwunsch. Oh, vielen Dank. Ich werde heiraten. Es wird ganz wundervoll. Ich habe meine Angroschminia vor einigen Tagen gefragt. Und wir wollen... Ach, das erzähle ich euch am besten bei einem kühlen Bierchen. Ah, ja. Oh, das wird immer besser. Wird immer besser. Ja, nicht wahr? Also, aber ich glaube, jetzt müssen wir erstmal über unsere Pläne sprechen. Ja, Sulamin. Darf ich noch eben das Wichtige erwähnen? Natürlich. Abelmir, du hast mit Sicherheit gemerkt, dass ich vor dir genannt wurde. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen. Nun, wie gesagt, Höflichkeit. Ja, dass man die guten Freunde zuerst erwähnt. Eine ausgezeichnete Sitte. Nun, die wichtigen Leute werden meistens zum Schluss erwähnt. Ja, das ist richtig. Ja, bei euch im Horasreich. Aber ja, Boltax, sprechen wir über andere sehr wichtige Dinge. Ja, wollen wir den guten Baron einmal in unseren nicht ganz so einfachen Plan einweihen und vielleicht überhaupt erst einmal in unser Problem. Nun, wenn ihr uns nach Zorgan begleiten wollt, dann müsst ihr wissen, weswegen wir nach Zorgan gehen. Es scheint wohl so, dass die Miona, die, wie wir glaubten, im 35-Tage-Krieg von ihrem Bruder Akos Shah enthauptet wurde, wohl nun nicht wie zu erwarten in den Niederhöllen angekommen ist, sondern noch immer eine Form der Existenz auf Dere führt. Sie lebt noch? Wenn man so will, ja. Sie hat sich des Körpers der Eleonora bemächtigt und nun ja, herrscht in ihrem Namen über Aranien. Vor aller Augen. Das ist Dämonenwerk. Ja. Aber wir haben eine gute Idee, wie wir das Ganze beheben können. Wir nehmen den Geist von Eleonora und packen ihn wieder in den Körper von Eleonora. Ganz einfach. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Wo ist denn dieser Geist von Eleonora? Immer noch am Tod, ihr am Ort ihres Ablebens, in Keshal Taref, dem Kloster oben in den Bergen. So mit Geisterwerk und so habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel Erfahrung gemacht, aber ich bin gern dabei und wie gesagt, ich kann kochen. Ihr sollt vielleicht auch wissen, dass diese Räume... Diese Worte, diese Räume nicht verlassen dürfen. Sonst würde ein Bürgerkrieg in Aranien ausbrechen. Dann versuche ich, etwas stiller zu sein, was das angeht. Gut. Nun, da sie sich, wie gesagt, in einer Machtposition befindet und es schwierig ist, an sie heranzukommen, haben wir uns die Unterstützung ihrer Mutter gesichert. Sie von Sybia al-Nabab. Und einen Plan ersonnen, um sie zu überlisten. Wollen vorgeben, ein Artefakt der Widersacherin in unserem Besitz zu haben, das sie sicherlich unbedingt haben möchte. Unter dem Vorwand, dass wir es ihr zur Verwahrung geben wollen, da sie ja auch schon den Splitter der Widersacherin verwahrt. Ich
denke, Diamantas sollte den Gürtel inzwischen fertiggestellt haben, oder? Ja. Der ist fertig, glaube ich. Ist er in der Tat? Nun, Diamantas hätte uns ohnehin selbst nicht begleiten können, aber nun, auf diese Weise hatte er, denke ich, einen wertvollen Beitrag zum Gelingen unserer Mission geleistet. Was also bleibt noch zu tun? Wo hält sich die, ihr sagtet, die Mutter von Dimiona oder von Eleonora? Dimiona und von Arkos, nicht wahr? Ja, genau. Sozusagen Eleonoras Schwiegermutter. Wo hält sie sich auf, wenn ich fragen darf? Nun, sie sollten sich alle derzeit in Zorgan aufhalten. Nun, Arkoscha nicht. Arkoscha ist noch damit beschäftigt, Archopal zu belagern. Aber ich denke, seine Anwesenheit ist auch nicht zwingend vonnöten. Lass die Dinge, die zu erledigen ansieht, Capitania. Der Gürtel muss natürlich noch verstaubert werden, um die Dimiona im Körper der Eleonora außer Gefecht zu setzen, sobald sie ihn anlegt. Dies sollte keine Schwierigkeit darstellen, braucht allerdings noch ein klein wenig Zeit, die glücklicherweise auf der Reise erledigt werden kann. Nun, welchen Zauber wollt ihr denn nutzen? Ich dachte, mit einem Höllenpalm lässt sie sich außer Gefecht setzen, ohne allzu große Kollateralschäden am Leib anzurichten. Nun, das klingt unangenehm. Alternativ ein Paralys. Oh, ich kann euch versichern, dass es unangenehm ist, aber wir sprechen von Dimiona. Wir sind uns nicht genau darüber im Klaren, wie das Geisterelixier mit einem solcherweise paralysierten Körper interagieren würde. Ihr habt recht, dass es deutlich sicherer wäre, auch leichter möglich, den Körper erst zu entfernen, bevor wir fortfahren. Allerdings bin ich mir unschlüssig. Es könnte besser sein, wenn wir sie außer Gefecht setzen und dann zu gegebenem Zeitpunkt paralysieren, wenn wir dies für nötig erachten. Nun, wie wäre es dann mit einer Ohnmacht? Seid ihr in der Lage, in einem Matrix von hinreichender Dichte zu komponieren, dass sie auch einen solchen Geist brechen wird? Ich bin gut in diesem Zauber. Ich habe eine Seeschlange in Ohnmacht versetzt. Dies ist unglücklicherweise nicht dasselbe. Vielleicht sollten wir das als Plan B auffassen. Im Fall der Fälle. Ich werde die entsprechenden Zauber dann mal bereithalten, gewissermaßen. Nur für den Fall. Nun, ich für meinen Teil habe mich noch mit Midas getroffen und er konnte mir eine Liturgie der Boron-Kirche beibringen, die Geister ins Totenreich zurückschickt. Statt nur, wie es mit Zauberei möglich ist, in den Limbus. Allerdings ist das eine eher aufwendige Geschichte. Also, das ist keine Liturgie, die ich aus dem Handeln könnte. Das heißt, wir müssen die Lage vollkommen unter Kontrolle haben, bevor ich den Versuch unternehmen kann, Dimionas Geist damit an den Ort seiner Bestimmung zu schicken. Dann werden wir euch wohl die Zeit erkaufen müssen. So oder so. Ja, ich habe Mira und mich, soweit ich kann, vorbereitet. Ich denke, wir können euch einiges an Zeit kaufen. Gut, also reisen wir nach Zorgan. Auf dem Weg sollten einige von uns noch Eleonoras Geist abholen. Bergen, ja. Bergen. Ihr könnt das machen, Boltax? Ja, das kriege ich hin. Ich hätte gerne den Schleier dafür verwendet, aber wenn er jetzt nicht mehr da ist, dann müssen wir eben improvisieren, wenn wir in Keshal Tarif sind. Gut, wir bringen Eleonoras Geist mit. Wir reisen nach Zorgan. Wir ersuchen um eine Audienz in einer wichtigen und streng geheimen Sache. Und vertrauen ihr dann möglichst wenigen Augen an, dass wir den Gürtel der Balkalil hätten und sie ihn doch für uns verwahren möge, da es uns nicht gelungen ist, ihn zu vernichten.
Nun, ich glaube kaum, dass sie versuchen wird, ihn sich vor unsere Augen umzulegen. Das heißt, wir überlassen ihr den Gürtel und gehen. Weiter reicht unser Plan bisher nicht. Nun, sobald sie sich den Gürtel anlegt, wird sie nur sehr kurze Zeit außer Gefecht sein. Wir müssen also bereit sein. Gut. Ich denke, wir sollten den Gürtel in der Truhe verwahren, die wir vom Wrack der Golgari geborgen haben. Ich denke, sie sollte hinreichend gut geschützt und eindrucksvoll wirken, um es glaubhaft zu machen, dass wir ein so gefährliches Artefakt darin transportieren. Nun gut, vielleicht kann uns an dem kritischen Punkt die Mondsilber-Sultana weiterhelfen, dass wir eben nicht in diesem Moment den Palast verlassen müssen, sondern, nun, ich weiß nicht, hinterher schleichen können? Gibt es eine Möglichkeit für euch, dieses Artefakt mit euch, nun ja, in Kommunikation stehen zu lassen? Sobald es ausgelöst wird, merkt ihr es? Gibt es eine solche Möglichkeit? Eine solche Art von Ferngespür wäre möglicherweise zu konstruieren, würde mich allerdings ein wenig Zeit und Kraft kosten, Capitania. Vermutlich und hoffentlich immer noch nichts, was nicht während unserer Reise erledigt werden kann. Nun gut, dann werdet ihr, denke ich, auf jeden Fall auf der Avianda reisen, damit ihr die nötige Ruhe für eure Arbeit habt. Wer soll nach Keshalt Harif gehen? Sinnvollerweise. Nun, ich hätte gerne Abelmir dabei. Er hat sich das letzte Mal doch so verzaubert. Ich könnte zwar durch die Erde reisen, aber das große Problem ist, dann kann ich die Lampe nicht mitnehmen. Die würde in der Erde zurückbleiben. Nun, deshalb wäre es klug, wenn Abelmir mich verzaubern würde. Ich wusle da rein, gehe zum Thronsaal, hole den Geist in die Lampe und wusle wieder raus. Nun, ich werde euch gern begleiten, wenn ihr meine Hilfe bedarft. Jemand muss ja schließlich ein Auge auf euch haben. Na, danke auch. Vielleicht sollten wir Hippolyta noch mitnehmen. Sie kann vielleicht noch etwas lernen. Schließlich hat sie auch die Lampe mitgebracht. Und ich denke, sie wäre auch eine gewisse Hilfe, solltet ihr in den Bergen von Verkina überfallen werden oder so. Nun, dann sollten wir vielleicht noch Travigor mitnehmen. Ich wollte ihm ja etwas über Pilze erzählen. Und außerdem brauchen wir einen Koch für die Reise. Oh ja, das klingt vortrefflich. Solange ich nicht verzaubert werden muss oder so. Nein, nein, ich verzaubere euch schon nicht, keine Sorge. Gut. Dass ich kochen kann, habe ich auch schon gesagt. Nun, ich hoffe, ihr seid es gewohnt, in der Wildnis zu übernachten. Ja, natürlich. Also selbst als Baron muss ich manchmal tatsächlich auch unter freiem Himmel schlafen. Man sollte es kaum glauben. Wie bedauerlich, aber das ist nur einmal das Los eines Abenteurers. Richtig, richtig. Aber wem sage ich das denn? Na gut, dann würde ich sagen, ich sattle Schnabel mir und dann können wir los. Oh ja. Könnt ihr diesen verdammten Strauß nicht anders nennen? Nun, ich hatte euch gefragt, ob ich ihn anders nennen soll. Damals hattet ihr gesagt, es wäre euch egal. Und jetzt heißt der Schnabel mir und hört auf den Namen. Ja. Vielleicht nein. Wir reisen wir, wenn wir soweit sind. Ja, und der Vogel sieht auch sehr nach einem Schnabel mir aus. Schaut ihn doch nur mal an. Ja. Die Verwechslung ist nicht zu übersehen. Okay, habt ihr vor eurem Aufbruch noch andere Dinge zu tun, außer dem ganz obligatorischen Zeug nach Abmeldung beim Emissär, Rabenmund? Heiltränke einpacken, die Serpentilio gebraut hat? Möglicherweise sind die ja bereits auf dem Schiff verortet. Ja, genau. Ihr wollt das Schiff von Janka nach Zorgon schicken? Ja, und ein Teil von uns wohl auch darauf mitreisen. Okay. Dann treffen wir uns am Hafen wieder. Gut. Genau, und den anderen geben wir entsprechend Vorsprung, dass wir nicht schon in Zorgan sind und irgendwie mit Aufmerksamkeit klarkommen müssen, bevor die anderen da sind und wir bereit sind.
Okay, also dann, ihr wisst auf alle Fälle, dass ihr von Janka nach Geschelteref 2 Tage braucht und dann nochmal 2 Tage nach Zorgern, also 4 Tage, die das Schiff irgendwie rumbekommen müsste, wäre sonst innerhalb von wenigen Stunden von Janka nach Zorgern, wenn ihr guten Wind macht.